Ja, hallo liebe Dartsportfreunde, drei Adventskalender, ein Türchen. Heute ist es dann mal der Tag 2. Ja, was ist denn heute wohl mit dabei? Gestern war es bei McDart ein komplettes Brass Dart Set mit weihnachtlichen Grüßen, bei Dartsturm ein Set Brass Barrel und im D-Puls-Kalender ein Set L-Style-Schäfte 260er Länge in Schneeweiß. Und passend zur Weihnachtszeit wollte ich es ein bisschen heiter gestalten, deswegen vergebe ich einfach Sterne in verschiedenen Kategorien. 1 bis 3 Sterne können es jeweils sein und ich habe mit der allgemeinen Präsentation gestern am 1. angefangen. Aber natürlich auch schon die ersten Türchen ausgepackt. Also vielleicht mal kurz auf den Zwischenstand schauen. Wie viele Sterne hat jeder Kalender gesammelt? Also, noch liegen alle Kalender ziemlich dicht beieinander, aber ist ja auch klar, die Weihnachtszeit geht ja erst los. Jetzt schaue ich mir mal an, was in den kleinen Päckchen für Tag 2 drin ist. Und da habe ich meine Pakete und diesmal mache ich die Reihenfolge etwas anders, jeden Tag mal was Neues. Oben Dartsturm, dann kommt D-Puls, dann kommt McDart. Also, Packerl 2 mit der Weihnachtskugel vom Dartsturm. Die Öffnung war hier witzigerweise immer seitlich. Und es ist ein Set Flights von Mission im England UK Design und die gefallen mir richtig gut. Die Small Shape Form mit Sicherheit 100 Mikron kommt, glaube ich, auf der Kamera noch gar nicht so richtig gut rüber. Die packe ich mal schnell aus. Ich glaube, das spiegelt sonst zu sehr. So, schaut mal. Und das ist doch farblich auch durchaus weihnachtlich. Rot mit schwarz und silbernen Akzenten, finde ich schön. Würde ich so auch spielen und könnte auch zu den Brass Darts passen von gestern. Leider würden mir jetzt die Schäfte dazu fehlen. Na wehe, wenn die morgen nicht kommen, gibt's von mir 2 Sterne. Und damit geht's zum nächsten. Und das ist D-Puls. Du gehst hier auf und oh, auch hier lachen mich Flights an und zwar wunderschöne L-Style Flights. Und zwar die Kamis, auch schöne haltbare Form mit witzigem Motiv. Na und gestern gab es ja die L-Style Schäfte mit den Caps. Da kann ich zumindest schon mal was auf Darts schrauben. Und so gesehen auch schon mal ein L-Style Setup hinten drauf ausprobieren. Na, da weiß ich doch, was ich heute schon mal machen kann. Das gibt auf jeden Fall 3 Sterne. Ich liebe das. Tada! Na, die sehen auch richtig geil aus. Da habe ich Bock drauf, die werde ich mal spielen. So, jetzt bin ich ja wirklich schon happy und habe großzügig Sterne vergeben. Jetzt bist du dran, McDart. Es präsentiert sich Winmo und zwar Conversion Points. Okay, die muss ich auspacken, sonst raschelt es so. Zack, die sind in Silber, aha, und schwarzen Points drauf. Grundlegend nicht verkehrt, wenn du jetzt von E-Darts mal auf Steel-Darts wechseln möchtest oder das ausprobieren. Aber aktuell mache ich das nicht und kann damit auch gar nichts anfangen. Darum, das ist mir leider nichts. Sorry, okay, ist Weihnachten, aber dafür ein halber Stern. Also, wie sieht's aus nach Tag 2? Bei McDart habe ich einmal Brass-Darts mit weihnachtlicher Botschaft und Conversion Points. Beim Dartsturm gab es griffige Brass-Dart-Barrel und Mission-Flights in der schmalen Form. In, finde ich, schönem Design. Bei D-Puls, ein schönes L-Style-Setup aus weißen 260er-Schäften und diesen farblich zu meinem Rob Cross passenden Kami-Flights. Und es war's schon wieder mit 3 Adventskalender, ein Türchen. Und nach 2 Tagen, muss ich persönlich sagen, bin ich am meisten happy mit den Sachen bei D-Puls. Und nein, ich schaue nicht mehr auf den Preis. Ich weiß doch, was die gekostet haben. Hier geht's um den Happiness-Effekt. Und da freue ich mich tatsächlich über schöne L-Style-Schäfte mit Flights hinten drauf, die ich direkt mit meinen Rob Cross Darts ausprobieren kann. Bei McDart? Na gut. Immerhin, so ein Brass Dart Set passt ganz gut in meinen Dartständer. Aber die werde ich so jetzt erstmal nicht spielen. Und bei Dartsturm? Ich mag die Mission Flights. Kann ich mir auch auf ein Setup machen. Aber so sinnvoller, logischer Aufbau? Da fehlen mir jetzt einfach noch die Schäfte. Dann könnten zumindest die etwas griffigeren Brass Darts auch ein schön anzuschauendes Setup geben. Oder vielleicht nochmal was, was man so zum Spaß aufs Board brettert. So, und den Adventskalender Spaß und überhaupt schönes Wochenende. Das wünsche ich euch auch. Schreibt gerne in die Kommentare, was hätte von euch wie viele Sternchen bekommen. Und da schon meine Studiolampe ausgeht, ist hier wohl Schicht im Schacht. Bis zum nächsten Türchen. Good Darts!